Ein besinnliches Hallo allerseits wünsche ich euch allen in dieser, ja, ach so ruhigen Zeit. Aber ich möchte es hier in dieser Folge nicht so ruhig halten, beziehungsweise ich werde jetzt volle Lotte rauf reingehen und versuchen, diesen Turm einzunehmen. Was wir schon erkennen können, ist, hier gibt es Wüstenräuber, die da so ein bisschen am der ist ja lustig. Aua. Okay. Der wollte gerade anfangen, irgendwas zu schleifen. Naja, da war ich ein bisschen zu schnell. Ich hätte das ja mal ein bisschen abwarten können, bis er das Schleifen anfängt. Dann hätte er aus seiner Schleifanimation... Oh, da hinten ist noch einer aus dem Fenster. Das ist ja noch schlimmer als so manchen Ego-Shooter. Speichern mal. Also ein Ego-Shooter, wo da so mit Sniper zu tun ist. Also so es gibt ja so Sniper bei so einigen... Naja, Ballerspielen, Ego-Shootern. Ja, ne? Also du stehst da so lustig rum und fällst hinunter. Ist der jetzt echt da runtergefallen? Oh toll. Da habe ich jetzt keine Lust, da irgendwie da hinzulatschen, um mal sein Zeug zu looten. Aber der wird sowieso, glaube ich, da wieder hingespawnt. Das ist mal ganz gut. So, wo war denn noch einer? Müssen wir mal gucken. Irgendwie so aus dem Fenster hat einer geschossen. Oben, glaube ich, einer. Nee? Ah, Moment. Dann war das der, der am Fenster stand. Kann sein. The button has been pressed. Oh, ich habe wieder einen Urwurm. Ich habe einen Urwurm. Aber den werde ich jetzt nicht verraten. Okay, wenn wir erstmal hier das untere Areal mal... Oh, da ist wieder einer. Absichern. Oh, da hinten stehen mehrere. Mal gucken. Wird so weit vorangeschritten. Oh, nope. So, jetzt kommen irgendwelche mit Schwertern. Wahrscheinlich hier aus der Burg heraus. Oder aus dem Turm. Kann natürlich sein, dass sie auch wieder runterfallen. So, er bleibt da hinten. Ich speichere mal. Ich gucke mal, ob ich hier mal so ein bisschen langsam voranschreiten kann. Hier. Gucken, wie weit. Ah, da trifft er mich. Ah. Ist jetzt nicht so pralle. Und er ist... Da oben. Da oben ist einer. Okay, da muss ich irgendwie eine andere Position einnehmen. Also hier muss ja irgendwie einer in der Nähe sein. Ah, ich weiß, ich sollte mal was zur Stärkung nehmen, aber ich will erstmal gucken. Irgendwie. Da, da oben! Da oben ist er ja wieder. Ja, das wird jetzt ein bisschen kniffelig, ne? Den treffe ich sogar. Komm doch noch mal ans Fenster. Nee, kommt er nicht. Hm. Ja, steht da. Oh! Hallo? Das sind ja gleich zwei von der Sorte. Ah, was ist denn das für eine Einstellung hier? Böse! Roland ist mächtig böse! So, da war ja noch einer. Das. Ja, renn so schnell wie du kannst! Ich wollte mir gerade diesen Käfig angucken. Arg! Mist! Ich hätte noch eben noch. Ich wollte. War am Überlegen. Trinke ich noch was? Oder sonst irgendwie was? Da kommt der mir einfach da ums Eck. Oh. Okay, mach mal erstmal ein Getränk. Fertig. Hm. Gut. Schauen wir mal, wo ist er hin? Da ist ich wieder zurückgeschoben.
Okay, hier ist keiner mehr am Fenster. Ich will doch da nicht reingehen, noch nicht. Erstmal. Oh. Konversation. Smalltalk. So. Ah, da hocke sie wieder. Okay, dann versuche ich mal. Oh, da hinten steht einer. Aha. Das sind ganz, ganz viele, glaube ich, ne? Also mindestens vier. Okay. Oh, hat mich... Alter, das sind ja clevere Kumpanen hier. So, jetzt muss ich aufpassen. Aha, der ist wieder oben. Der bleibt hier stehen. Mhm. Okay, dann werden wir mal trotzdem nochmal speichern. Jetzt bin ich nämlich genauso wieder in dieser Ausgangsposition, wo ich mal versuche, vorsichtig... So, er prallt da ab. Und ich kann ihn noch nicht anvisieren. Ich hatte doch gerade eben eine Vision. Da! Ah, Mann! Da! Oh, jetzt ist das wieder weg. So. Mist. Treffe ich ne? Ja, ich treffe ne. Ums Eck. Ja, das war er auch. Puh. Ah. Um die Ecke geschossen. Auch gut. Okay, auch hier mal wieder einen kurzen Speicherstand machen. Es wird gefährlich. Ah, da oben ist er. Okay. Da klippt sein Bogen nämlich durch die Mauer. Okay, mal ganz vorsichtig wieder schreiten. Da muss ja eine Horde drin sein, Leute. Ich glaub's ja nicht. Eine Horde von diesen... So, wo ich... Ah, okay, da sind jetzt drei. Ganz vorne einer und zwei hinten. So, es kann natürlich sein, immer schön hinten gucken. Nicht, dass da wieder einer von mir... Von den Leuten hier... mich von hinten vermörchelt. Vermörchelt. Aha. So, trotzdem nochmal... Oh, 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 oh. Ach, der Oppe! Siehste? Gucken. Naja, die Kamera, ne? Okay. Mist. Oh, Leute. Die oh, jetzt werde ich angeschossen. Mist. Wer war's denn? Wer war's denn? Da oben ist einer. Oh, jetzt kommt einer hinterher. Das ist nicht gut. Oh. Wo bin ich? Oh, nicht stehen bleiben, Roland. Ja, peu à peu, Schritt für Schritt. So, er bleibt mir fern. Und in dem Moment, wo ich gespeichert habe, ist hier einer runtergefallen, der jetzt gerade hier da... Einer? Dreie! Ey, das ist natürlich ein Vorteil. Okay, das ist cool. Wenn die da alle... gegen die Felsen, also... Ja, dann tut's mir leid für euch. Aufpassen machen. Oh. Dann machen wir das... Aua. Mhm. Die treffen mich natürlich auch. Das ist echt ulkigst. Ich denn... Warte mal. Einen habe ich schon genietet. Jetzt kommt der nächste. Da ist auch noch einer. Herr Jemine. Mal gucken, inwieweit ich da eine Peilung kriege. Mhm. Gar nicht. Los. Ganz vorsichtig nach vorne. Weil das war... Oh, noch einer. Die fallen alle da runter und wollen da irgendwie mich vernichten. Speicher mal. Und versuche mal mit dem Unwetterspruch. Ich weiß nicht, ob der Unwetterspruch bis da unten rankommt. Kann ja sein. Okay, ich gehe noch ein bisschen weiter nach vorne. Oh, die haben alle... Okay, ich habe ja genug Unwettersprüche. Toll.
Der reicht nicht bis unten hin. Der Unterwetterspruch. Nee, das ist. Nee, das wird nichts. So, jetzt. Jetzt. Sehr schön. Aber. Ach, dann rutsche ich einfach runter. Siehst du? Hä? So. So, da hinten ist auch noch einer. Den gilt es natürlich auch noch irgendwie hier heranzulocken. So. Da komme ich nicht vorbei. Nee, habe ich mir gedacht. Ah, dafür trifft er mich. Gar nicht gut. Dann gehe ich mal hier hoch. Guck, ob hier alles okay ist. Oh, da. Oh, Leute, hier sind ja so viele. Ah, das ist auch keine gute Position. Da sind ja auch Sniper. Jemini, noch eins. Dann gucke ich mir das mal aus der Ferne an. Ja, er versucht wieder. Räuber Hauptmann. Heieiei, der ist auch schon ein bisschen anvisiert, angeglitscht. Ist dann hier noch parallel noch? Ah, der haut auch wieder ab. Mist, der Räuber Hauptmann, der ist zu weit weg. Aufpassen. Wo willst du denn hin, Räuber Hauptmännchen? Toll. Jetzt kriege ich wieder gar nichts. Das ist ja bei mir aus dem Reichweitenbereich weg. Moment mal hier. Aufpassen muss ich machen. Nee. Gibt's auch keine Deckung und gar nichts. Er kommt immer weiter weg. Zwar zögerlich, aber trotzdem gemein. Versucht er irgendwie hochzuklettern. So. Nee, ich bin außer Reichweite. Vielleicht klappt es ja so. Ah, er kommt noch ran. Aua. Oh, weg. Ah, ich wollte noch einen Schuss und dann... Schade. Okay, jetzt will ich mal gucken, ob sie, nachdem ich neu eingeladen habe, alle weg sind. Nee, die liegen da unten noch. Aber der Räuberhauptmann ist nicht mehr da. Ah, ich dachte, die würden jetzt, die tot sind, dann an der Stelle gespawnt werden, wo sie hätten ursprünglich gestanden. Mhm. Nein. Sorry. Sie hier entweder ist das ein... Ah, okay, ist eine Fackel. Ah, ja, ja, ja. So. Nee, der Hauptmann ist weg. Das wird natürlich übelst, wenn ich da jetzt runterglitsche. Mache ich das mal eben und springe mich dann hier wieder in die Aufzeichnung hinein. Okay, dann mache ich das mal eben. Hm. Aber kein guter Glitch-Effekt. Ja, hier ist ein Glitch-Effekt. Also wenn man runter glitschen kann, aber das ist noch alles zu steil. Okay, liebe Freunde, ich gehe mal wieder außen rum. Wobei sie hier wieder ein Leopard gespawnt hat. Ein kräftiger Leopard. Hier in dem Tunnel. Wo ist er denn jetzt hin? Hä? Hier drüben? Da ist er. Achso, der hat irgendwas entdeckt. Los. Sehr schön. Okay, gibt's hier noch was? Okay. Super, toll. Dann müsste ich da unten hin. Also wie schon gesagt, ich hole mir das Zeug da. Juhu, endlich angekommen. Und wo liegen sie jetzt?
Oh, toll. Hier gibt's keinen mehr. Ich fass es ja nicht. Nur die Bögen sind hier. Oh, nee, ne? Das ist jetzt ärgerlich. Da mache ich den ganzen großen, weiten Weg hier. Okay, jetzt habe ich nochmal einen Spielstand davor eingeladen. Ach ja. Ist das der Hauptmann eventuell? Jetzt ist er wieder da. Was ist hier los? Was bloß hier los ist, möchte ich wissen. Warum seid ihr denn wieder... Wieso ist dieser Hauptmann wieder da? Eben war er nicht da, jetzt ist er wieder da. Aufpassen, nicht, dass hier noch irgendwelche Peoples kommen. Weil das ist ja hier ein richtiger Streitturm. Da ist er. Ach, dass du da bist, ist auch ganz... Gefällt mir. Ach, ein Glück. Hat er mich getroffen? Nee, nicht so sonderlich. So, bevor mir die hier noch wieder alle weggehen, wie beim ersten Versuch, werde ich dann mal irgendwie, genau, erstmal abspeichern. Dann springe ich hier an dieser schrägen Kante mal entlang. Genau, richtig. So. Perfekt. Jetzt bleiben sie da unten endlich liegen. So, das ist der Räuberhauptmann und gibt mir grober Zweihänder Notiz von Beltroff. Und noch eine Karte. Mehr habe ich nicht lesen können. So, hast du noch irgendwie ein... Nee, eine Waffe hat er nicht. So, Elite-Wüstenräuber. Habt ihr denn wenigstens ein bisschen was zu trinken dabei? Das wäre nämlich gar nicht so schlecht. Ah. Ja, okay. Sieht nämlich nicht gar nicht so gut aus mit meinen Getränken. Nicht wahr? Ja. So, dann gucken wir mal, wo dieser Brief ist. Das werde ich mal im Off machen. Ja, jetzt haben wir es. Endlich gefunden. Eine Notiz von Beltroff. Eine Notiz des Räuberhauptmanns. Ach, Beltroff hieß der. Okay. Gut, dass ich jetzt eine Karte von dieser Gegend bekommen habe. Oh, ein Glück. Irgendwo im Nordwesten müssen die Goblinhöhlen liegen, wo der Schatz liegen soll, von dem ich in Uga erfahren habe. Wenn ich mir den unter den Nagel gerissen habe, mache ich mich aus dem Staub. Beltroff. Ja, jetzt geht es nur noch darum, die Karte zu finden. Die habe ich nämlich nicht gefunden. Dann gucken wir mal ins Logbuch. Schatzsuche in der Westwüste. Ich habe eine Schatzkarte bei Assassin. Ja, genau. Ich habe eine Karte sowie einen Zettel beim Räuberhauptmann aus dem Schwarzen Turm von Westreferant gefunden. Der Typ hieß anscheinend Beltroff. Laut dem Zettel soll es im Nordwesten dieses Tals einen Schatz geben. Und zwar irgendwo in einer Höhle, die von Goblins bewohnt wird. Die Karte wird mir helfen, mich zurechtzufinden. Ja, Moment mal. Ich hatte ja vorher einen Assassinenhändler am Matt erworben. Boah, jetzt kann ich erstmal im Tal hinter Ishtar befinden. So, jetzt muss ich selber nochmal gucken, ob ich den nochmal finde im Off. Also das wird jetzt echt wieder ein bisschen suchend für mich, aber das schalte ich ja eben für euch ab. Also, was ich gefunden habe bis jetzt, ist die Karte von der westlichen Wüste. Da befinde ich mich rechts unten. Endlich habe ich mal so eine Karte gefunden, aber ist noch nichts eingetragen. Okay. Dann gibt es noch eine, die nennt sich Schatzkarte Westwarand. So, die sieht nämlich genauso aus. Jetzt muss ich mal gucken, ob es... Ach, da ist das X. Okidoki, also genau fast diagonal gegenüber haben wir das auch geschafft. Und wir haben sogar einen Eintrag gekriegt. So, ja, ich habe die Karte, den Zettel... Ja, okay, das hatten wir eben schon gehabt. Okay, dann werde ich wieder hier oben hoch. Ne? Also wieder außenrum. Und schalte mich wieder ein, weil ich will natürlich den Turm noch erobern, ne? Ist klar. Ja, das haben wir wieder. Das haben wir wieder. So, jetzt erstmal gucken, was hier sich noch an den Fenstern blicken lässt. Bis jetzt noch nichts. Was ich noch nicht ganz herausgefunden habe, ist, was befindet sich denn noch da? Da sind noch mehr Zelte. Am besten, ich gehe mal weiter weg und versuche die Situation hier mal ein bisschen besser zu begreifen. Ein bisschen abscannen. Ach ja, richtig. Die sind nicht durchlässig, weil ich habe jetzt noch nicht geguckt. Oh, hier ist noch eine Höhle.
Jedenfalls sieht das nach einer Höhle aus. Ja, ist auch eine Höhle. Hier sind sie auch nicht mehr. Sind alle weg. Da hätte normalerweise einer liegen müssen. Aber hier liegt schon mal einer. Ach ja. So, hier sind auch noch mal Fenster. Ja, das könnte irgendwas mit Zardas zu tun haben. Speichere ich noch mal. So, während ich abgespeichert habe, gibt es ja immer ein Standbild und ich sehe, dass da einer ist. Kriegen wir den? Nee, kriegen wir leider nicht. Zu viel steil. Mal gucken. Der prallt ab. Das ist nicht gut. Okay, gucken wir mal hier, was hier gibt. Das muss ja hier. Ah, man hört Gespräche auf alle Fälle. Okay, hier sind wir schon mal safe und da ist auch einer. Ja, okay, war mir klar. Mal gucken, inwieweit. Haha, Action. Aha. Durch die Mauer durch. Ich glaube, dass sie jetzt versuchen, nach unten zu kommen. Habe ich den jetzt getroffen? Nein, habe ich nicht getroffen. Aber er hat mich getroffen, oder? Nee. Ah, das ist so übelst. Da ist einer. Okay, der ist jetzt hin. Ah, das hat einen Vorteil, wenn sie weiter runterkommen. Na, dann kann ich die besser treffen. So, dann gucke ich mal. Da oben ist einer am Rumwirbeln. Gucken, ob hier ums Eck einer gekommen ist. Bleib stehen, du Lump! Okay. Da hat mich einer wohl irgendwie noch anvisiert. Ach, da oben. Ah, da. Den. Ja, das ist nicht so prallen. Der müsste auch irgendwie... Ja, genau, der müsste nämlich auch mal auf den Sims steigen, dann ist der hin. Herrlich, so macht's Spaß. So macht's Spaß. So, und nochmal gucken. Ja, dann geh doch auch mal auf den Sims. Dann ist es auch nicht so schlimm. Ja, den treffe ich sogar. Er ist sogar groß genug. Ehrlich, speichern. Falls jemand von euch mitgezählt haben sollte, ich hab's nicht, müsste ich dann mal im Schnitt zählen, wie viele ich looten konnte und wie viele nicht. Wie viele so verschwunden worden sind. Verschwunden worden. Okay. Soll ich es denn schon wagen, reinzugehen? Hm. Aha. Oh, auf jeden Fall ist da noch einer. Oh, Essenz der Heilung, sehr gut. Hier noch irgendwelche Fenster, ja. Gibt es? Aha. Gucken wir mal ums Eck. Ist nix. Hier ist ein Wasserfass. Erfrischen wir uns mal. Ach, ein Schluck Wasser trinken. 104 Lebenspunkte regeneriert. Aha. So viel? Das ist ja irre. Ich dachte, das wäre immer nur so 10 Lebenspunkte. Das ist ja natürlich klasse. Sehr gut. Das muss ich mir merken. Also ich trinke normalerweise... Da ist einer. Oh, über mir. Normalerweise trinke ich da überhaupt kein Wasser. Aber dass hier so was los ist mit 104 Lebenspunkte, das ist für mich neu. So. Hier ist noch eine Kammer.
Ah, hier gibt es Loot. Gut. Ah, die sind über mir. Was haben wir denn hier? Kiste mit Proviant. Das ist keine Kiste mit Proviant. Was hat es eigentlich mit diesem vielen Pech auf sich? Ich meine, dass ich da Fackeln bauen könnte, eventuell. Das ist aber nicht vorgesehen. Ja, hallo? Okay, noch einer? Nein. Sehr schön. Sicherheitshalber nochmal zum Wasserfass gehen, einen Schluck Wasser trinken. Bleib stehen, du Lump! Okay. Wer hat das gesagt? Wahrscheinlich da oben einer. Okay, ich trinke mal voll Wasser. Das habe ich hiermit gemacht. Ah! Nicht so einfach. Da ist er, da ist er. Los, komm. Zeig dich, du Lump. Wem sieht denn der ähnlich? Moment mal. Ja, schade. Ist leider nicht gut zu erkennen. Ach, du liebes Bisschen. Ich bin getroffen worden ohne Ende. Ja. Also wieder mal einen Schluck Wasser trinken. Okay, also so viel Wasser trinken, dass da steht 0 Lebenspunkte regeneriert. Sehr gut. Dann habe ich denn hier schon alles gelootet. Mal gucken. Steigen wir mal hier auf eine Kiste. Nein, sieht nicht so aus. Hier war ja das Pech. Den hatten wir. Ja, dann haben wir hier noch einen Wüstenräuber. Und jetzt ist wieder einer am Ziehen. Wacholder, Banane. Ich hoffe, dass ich hier eine Kochmöglichkeit finde. Weil das ist hier nur Flavor. Und hier geht es hoch. Und da kommt wieder einer. Läuft Bleib hoch. Stehen, du Lump! Alter, sind die gut im Blocken. Wo gehe ich als erstes hin? Nach unten? Dann gehe ich als erstes nach unten mit gezogener Waffe. Und lebenstechnisch sieht es auch nicht so gut bei mir aus. Ach so, jetzt kommen wir auf die Balust auf den Balkon hier. Nee, das ist nicht der Balkon. Oh, ist das vertrackt. Aber ich finde es schön. Okay. Sonst wäre hier... Nein. Bleib doch hier nicht an den Fässern hängen. Ach schade, hier gibt's nichts. Blutspuren. Was heißt das? Was heißt das? Dass hier mal einer gelegen hat, oder wie? Ziehen? Nein. Kann ich die Tür aufmachen? Nein, aber die Tür. Aber bevor ich die aufmache, gucke ich, was hier in den Ecken ist. Nichts. Ja, die Folge ist so gut wie... Was ist denn hier los? Alter Keller. Ja, Streckbank. Kennen wir. Nicht, dass ich da auch mal drauf war, sondern Ich tue noch die Knacke. Also ich knacke noch die Truhe. Oh. Mit 20 Bolzen. Ja. Und dann verabschiede ich mich wieder von euch. Schade, ich dachte, ich würde den Turm noch räumen. Aber das war ja eine ganze Wüstenräuberarmee. Ne? Also seid gespannt, wie es dann halt eben in der nächsten Folge ausgeht. Ich wünsche euch wiederum, wenn ihr das jetzt gleich guckt, weiterhin wieder noch eine besinnliche und sinnstiftende Weihnachtszeit.
Also bis dahin, macht's gut. Tschüss.